Schon im Vorjahr zeigte Lexus in Detroit eine Studie, die auf den neuen LS hindeutete. Denn so ist das Spiel. Die Hersteller zeigen gerne eine Studie, um die Reaktionen zu testen. Und Detroit ist mehr als logisch, denn fristet der LS in Europa ein Schattendasein, so ist er in den USA ein Megaseller. Deutlich vor der deutschen Konkurrenz. Komplett neu zeigt sich der Lexus LS. Der markante Diabolo Kühlergrill ziert mittlerweile alle Lexus-Modelle. Auch das Topmodell LS. Die Oberklasse-Limousine wird beim Generationswechsel 2017 vom aufgefrischten und teuflischen Markengesicht mit noch größerem Kühlergrill eingeholt. Die technische Plattform für den neuen LS liefert die GAL-Plattform, die bereits unter dem Lexus LC Coupé zum Einsatz kam. Entsprechend dürften auch dessen Antriebe im LS wiederzufinden sein. Geschaltet wird per neuer 10-Gang-Automatik. Auch den neuen Lexus LS wird es wieder in zwei Radständen und optional mit Allradantrieb geben. Die Frontscheinwerfer setzen auf LED-Technik. Beim Bedienkonzept im Innenraum kommt eine Gestensteuerung zum Zuge. Der noble Luxusliner streckt sich nun auf 5,24 Meter, ist aber dabei flacher und breiter als der Vorgänger. Auffällig ist vor allem der mächtige neue Diabolo Kühlergrill im asiatischen Antlitz. Im luxuriösen Innenraum gibt es unter anderem ein 24 Zoll großes Head-Up-Display sowie zahlreiche Assistenzsysteme. Das Design vollendet nun die neue Designsprache, die schon bei den letzten Modellen und Studien Einzug hielt. Eine flammende Leidenschaft für neue und emotionale Formen. Bei Lexus steht der neue Lexus LC 500. Das neue Sportcoupé kommt mit dem 5 Liter V8 Saugmotor des RCF und 473 PS sowie einer aggressiven Optik. UX heißt die Studie von Lexus. Obwohl die Studie recht futuristisch daherkommt, könnte sie Ausblick auf ein künftiges Kompaktmodell von Lexus geben. Die Serienproduktion soll fast sicher sein. Ein weiterer Bestseller aus dem Hause Toyota ist der Camry. Der ist in Deutschland eingestellt. In den USA gehört er stets zu den drei bestverkauften Modellen. In seiner Klasse ist er das beliebteste Modell, was auch an den sportlichen Erfolgen liegen könnte, denn immerhin ist Toyota als einziger Nicht-Amerikaner mit dem Camry in der extrem populären NASCAR-Serie vertreten. Kein Wunder also, dass gleich zur Präsentation des neuen Camry die Amerikaner auch sehen wollen, wie der NASCAR Camry ausschaut.
Voilà. Schön und böse zugleich. Da ist die Serienversion schon gefälliger und auch erfolgreicher. Vermutlich gehört der neue Toyota Camry zu den wichtigsten Neuvorstellungen auf der Detroit Motor Show, wenn wir dann mal die deutsche oder europäische Brille ablegen. Und der neue Toyota Camry soll nahtlos die Erfolgsserie seiner Vorgänger fortsetzen. Als Grundstein setzt Toyota dabei weiter auf den Dreisatz. Gebaut in Amerika, gebaut von Amerikanern und gebaut für Amerikaner. Der designierte US-Präsident Donald Trump wird es gerne hören, denn dies können die NASCAR-Konkurrenten Ford, Chrysler und General Motors nicht bieten. Der Camry war bislang recht konservativ. Nun soll die achte Generation deutlich mehr Glücksgefühle beim Besitzer wecken. Der neue baut auf einer neuen Plattform auf und setzt motorisch auf einen neuen 2,5 Liter Vierzylinder-Benzin-Direkteinspritzer, einen neuen 3,5 Liter V6-Benziner sowie ein neu entwickeltes CVT-Getriebe und eine neue Achtgang-Automatik. Natürlich kommt auch der neue Camry wieder mit einem Hybridantrieb, der den 2,5 Liter Benziner mit einem E-Motor ergänzt.